Hey Freunde, euer Mr. Do It wieder am Start mit seinem Kaffee in der Hand. Lecker. Ich lasse den jetzt auch mal einfach fallen, damit ich hier freie Hände habe. Und zwar, Freunde, wollte ich euch gerne mal etwas unter der schönen Sonne heute am Sonntag über mein Auto erzählen. Ich habe dieses Baby vor circa einem Jahr gekauft und meine Erwartungen haben sich total und vollkommen erfüllt. Ich habe mir ja damals das Auto gekauft wegen diesem enorm großen Platzangebot und ja, das Fahrverhalten. Dieses Auto wird ja meistens von Taxifahrern oder Firmen als Firmenwagen verwendet, weil es halt so robust ist und für Langstrecken so gut geeignet ist. Und ich kann auf jeden Fall zu 100% diese Vermutung unterstützen oder unterschreiben. Ich habe damals das Auto ja für einen relativ günstigen Preis geschossen und musste ein bisschen Arbeit und ein bisschen Zeit in den Motor und in den Innenraum stecken, was Sauberkeit und sowas angeht. Aber da muss man halt seine Kompromisse mitschließen. Das habe ich dann getan. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mit diesem Auto ja soweit sagen kann, ich möchte es länger als meine vorherigen Autos fahren. Warum? Weil es einfach so robust und stabil ist und ich mit dem mit dem Innenraum so zufrieden bin. Hier rechts sieht man jetzt in dem Video die ganzen Armatur, wie stabil und wie angenehm auch anzufassen sowas ist. Das Schaltgetriebe mit dem DSG-Getriebe ist für mich ein Luxus vor dem Herrn. Es ist sehr, sehr angenehm, damit lange Strecken zu fahren. Ich bin auch schon wirklich lange Strecken damit gefahren. Ich bin nach Polen zum Beispiel rüber. Insgesamt waren das roundabout 800 Kilometer von hier aus, also vom schönen Nordrhein-Westfalen. Und ja, der Verbrauch überzeugt auch. Circa 5,5 Liter auf 100 Kilometern, also 5, auf der Autobahn jetzt, ne? Auf 100 Kilometern. Und das schwankt dann so, wenn ich Gas zwischendurch gebe, zwischen 5,5 und 6,1. Absolut im Rahmen des Möglichen. Und seitdem ich ja auch jetzt dieses Ultimate Diesel tanke, bin ich noch zufriedener, weil wirklich das Fahrverhalten, dass die Reaktion vom Motor und alles wirklich nochmal ein Tacken besser geworden ist und schöner geworden ist. Schenkt mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich an dem Motor starte und die ersten Meter davon fahre. Ja, Freunde, ich habe zu dem Kofferraum, wie ihr sehen könnt, es ist voll, total viel Platz. Hier in diesem Modell ist ja auch schon die elektrische Pumpe, also die Luftpumpe vorhanden, wodurch wir uns das Gewicht und diesen ganzen Kladderadatsch mit dem Ersatzreifen sparen. Auch dort ein sehr großer und schöner Stauraum, der vorhanden ist. Ich bin auch mit den Fächern rechts und links total überrascht, wie praktisch das vor allen Dingen auch ist. Es ist ja auch dann nochmal darüber hinaus noch eine Klappe vorhanden, wo ich persönlich jetzt ein paar Utensilien drin habe, wie zum Beispiel Sicherung oder so, wenn mal was unterwegs kaputt geht auf langer Strecke. Kann ich mir damit dann selbst behelfen in der Kürze der Zeit und dementsprechend sind diese Fächer sehr praktisch, vor allen Dingen die Geräuschkulisse, was in dem Fahrzeug wirklich angenehm ist. Diese Materialien sind sehr dick auch, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Renault Twingo oder so, das ist ja einfach nur pures Blech, was dort verbaut ist. Hier haben wir wirklich Dämmschutz, das heißt, wenn ich während der Fahrt mit jemandem rede, höre ich nicht draußen den Fahrtwind, sondern höre wirklich auch mich selber richtig angenehm, weil die Dämmung halt so gut ist. Und ich habe ja hier in dem Fahrzeug auch eine Freisprecheinrichtung drin. Also auch das Telefonieren ist sehr, sehr angenehm. In meinem Cockpit, in der Mittelkonsole, ist ja auch mein Navigationssystem eingebaut. Da muss ich sagen, das Navigationssystem, erstens ist es sehr teuer, diese Karten abzudaten. Zweitens, naja, die Bedienerfreundlichkeit, man muss auch bedenken, das Fahrzeug ist jetzt nicht ganz neu. Es ist vom Baujahr 2006 und dementsprechend ist dieses Modell auch nicht so aktuell. Aber sei es drum, wenn man die Karten aktualisiert, kommt man schon irgendwie an sein Ziel. Ansonsten habe ich mir als Behilfsmittel, kann ich mir immer noch mein Handy nehmen und das mit Google Maps ergänzen. Ja, Freunde, warum habe ich vor, dieses Auto länger zu fahren? Ich persönlich finde, der Motor, der 2,0 TDI, ist ausgelegt für viel mehr, als man so denkt. Also ein Taxifahrer oder irgendein Firmenbesitzer wird schon bestätigen, was eigentlich ein Motor dieser Art für Strecken machen kann, wenn man diesen pflegt und hegt. Und ihr wisst ja, meine Leidenschaft zu Autos ist unumgänglich. Ich bin immer dabei, alles Mögliche vorzeitig zu erkennen, beziehungsweise auch dementsprechend zu reagieren, wenn ich irgendwelche Geräusche höre.
Ihr wisst selber, da kann man viel mit entgegensteuern und das Leben von so einem Motor viel um vieles verlängern. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle noch eine Ankündigung zu machen bezüglich meines Motors. Ich werde definitiv in nächster Zeit das Getriebeöl wechseln, in diesem Zusammenhang auch den Getriebefilter wechseln. Und wenn ich die ganze Geschichte mit Liqui-Moly in Angriff genommen habe, werde ich mal Liqui-Moly fragen, ob die mir womöglich auch Utensilien, Additive zur Verfügung stellen für das Getriebe und für das Motoröl. Falls nicht, kaufe ich sie mir halt, ist auch nicht schlimm. Aber ich habe vor, ja, Liqui-Moly anzuschreiben, unser Test letztes Mal von Aral, beziehungsweise dieses Schreiben von Aral, was ja wirklich gut bei euch angekommen ist, hat ja doch bei mir auch das Interesse geweckt, die andere Seite mal anzuhören und zu erfahren, wie die Sache mischen, die das sehen, ob da von deren Seite Tests oder so unternommen wurden. Ich habe bei denen auf der Seite leider Gottes nichts dazu gefunden. Das Thema sprechen die jetzt so nicht an. Und da bin ich mal gespannt, was kommt. Auf jeden Fall, nach dem Getriebe werde ich nochmal das Motoröl in Angriff nehmen. Also sprich das Öl wechseln und dementsprechend vorher auch eine Reinigung vornehmen. Dann schaue ich mal, ich möchte die Ventildeckeldichtung ersetzen. Und weil ich ein bisschen, ein klein wenig schwitzen tut, da kann man ja gegenarbeiten. Mal sehen, wie ich das da angehe. Entweder werde ich diese Undichtigkeit über die neue Dichtung beheben, oder ich mache mal den Test und teste mal das Liqui-Moly-Dichtungsmittel. Das gibt es ja auch für den Öleinfluss, dass man dort von innen heraus die Dichtung wiederherstellt. Das sind ja Weichmacher, die man dort dann einfüllt. Ich schaue mal, wie ich das angehe. Auf jeden Fall werde ich das angehen. Und ja, ansonsten ist mein Fahrzeug soweit technisch tipptopp. Es funktioniert alles einwandfrei. Und auch optisch wirklich, ich weiß, er braucht mal wieder ein bisschen Liebe, was den Lack angeht. Ich muss jetzt unbedingt mal wieder waschen und polieren. Da werde ich auch noch ein Video zu drehen, dass ihr mal seht, wie ich diese Sache Politur angehe. Und eine Roststelle habe ich, die ist ungünstigerweise wahrscheinlich durch einen Steinschlag entstanden, links am Kotflügel. Ich werde diese fachgerecht bei einem Lackierer beheben lassen, weil ich traue mich Lackierarbeiten technisch nicht so dran. Diese Roststelle ist leider Gottes so weit ausgeartet, dass dort wahrscheinlich ein Blech ersetzt werden muss. Ist jetzt nicht so groß, 5 Markstück, so groß wie 5 Markstück würde ich sagen. Auf jeden Fall muss es fachgerecht erledigt werden, weil sonst frisst es weiter das Blech auf und das ist schlecht für unsere Karosserie. So, ich habe hier in dem Zusammenhang auch festgestellt, dass wenn ich bei ca. 120 bin, ein Klackern auf der Achse vorne links habe. Es ist nicht immer da, teilweise, ich werde mal gucken, ich habe so einen Blick schon mal so riskiert und habe gesehen, dass eine Stabi-Stange ein bisschen ausgelutscht ist. Die werde ich auch noch tauschen, ist also halb so wild, aber gemacht werden muss es und dementsprechend, ja, würde ich sagen. Das ist heute das dritte Video, was ich schon hochlade. Ich habe ja 2 Videos von unserem Car-Simulator 2015 hochgeladen und ja, ich hoffe, euch gefällt mein Statement zu meinem Auto. Auf jeden Fall, ich kann nur Gutes darüber erzählen, dass diese Art von Modell Passat ist sowieso, war schon immer so ein kleiner Traum von mir. Und ja, ich bin überzeugt davon. Wie gesagt, Freunde, Ultimate, ich kann es nur empfehlen, tankt es. Es ist wirklich, die 10 Cent Aufpreis lohnen sich alle Male. Ihr tut eurem Motor was Gutes und vor allen Dingen eurem Gewissen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit. Das Video wird sonst wieder zu lang. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier unter der Sonne mit mir. Schön die Windräder am Drehen. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns dann die Tage. Nein, Quatsch, wir sehen uns morgen. Euer Mr. Do It. Bis dann. Ciao.